Heute mal ein kleines Update vom Bitterlingsbaben-Artenbecken. Hier ist immer noch ordentlich was los. Ich habe 8 Tiere mittlerweile rausgenommen, also ausselektiert aus der Gruppe. Es war schon ordentlich voll, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da Jungtiere irgendwann mal einstellen, ist natürlich, wenn das Becken zu sehr besetzt ist, extrem niedrig. Die Tiere sind eigene Laichräuber, also die fressen ihre eigenen Eier. Attackieren auch ihren eigenen Nachwuchs. Also mit einem dicht besiedelten Becken wird es dann eher weniger was. Von daher war klar, dass da noch ein paar Tiere ausziehen müssen. Das ist mittlerweile auch passiert. 8 Stück sind raus, 3 Männchen und 5 Weibchen. Aber immer noch ordentlich was los. Ich muss mal schauen, ob ich da eventuell noch ein paar Mädels abgebe. Genaue Anzahl aktuell ist ein bisschen schwierig zu erkennen bzw. schwierig zu zählen. Ich gehe aktuell von insgesamt 14 Tieren aus. Es müssten 4 Männchen und 10 Weibchen sein. Kann natürlich auch sein, dass sich hier und da mal sich der ein oder andere so ein bisschen versteckt noch. Ne? Je näher ich an das Becken rangehe, umso aktiver sind die Tiere natürlich auch, weil sie eben denken, es gibt Futter. Jetzt hier mit so ein bisschen Abstand klappt das eigentlich ganz gut, dass man die auch mal alle zu Gesicht bekommt. Und da komme ich auf 4 Männchen und 10 Mädels. Ja, mal schauen. Es sind ja Schwarmfische, also so ganz grundsätzlich unter 8 würde ich definitiv nicht gehen. 10 ist eigentlich schon eine ganz gute Anzahl. 14 könnte unter Umständen zu viel sein. Also sehr, sehr gut möglich, dass ich da nochmal 2, 3 Mädels rausgebe. Und dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass das auch früher oder später mit dem Nachwuchs funktioniert. Ja, was die Bepflanzung angeht, auch da habe ich noch mal ein kleines bisschen umgestellt. Hier im Vordergrund ist ja die Cryptocurrine Becketti. Die habe ich jetzt mal radikal aufgeteilt. Da war ja vorher lediglich rechts und so ein bisschen in der Mitte was eingepflanzt. Ich habe einfach mal komplett auseinandergeteilt jetzt die Pflanze und in mehrere kleine Pflänzchen aufgeteilt das Ganze, damit es einfach mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen buschiger wird das Ganze, ein bisschen mehr Versteckmöglichkeiten auch gibt. Ne? Ich meine, die Kryptos, die wachsen ja schon ganz gut, wenn auch relativ langsam. Aber natürlich macht es eben dann auch so einen etwas volleren Effekt, ne? Wenn die Pflanzen dann in mehrere kleine Pflänzchen aufgeteilt sind. Ja, das Taiwanmoos weiterhin voll im Wachstum. Da habe ich jetzt bisher noch nichts nachgeschnitten. Das müsste ich aber jetzt dann demnächst auch mal wieder machen. Ja, das wächst dann schon ordentlich abgespreizt, möchte ich sagen. Ne? Also bekommt schon richtig lange Ausleger. Und die sind halt eben auch, ich sag mal, relativ lose. Die kann man ganz gut wegnehmen, die kann man auch ganz gut abschneiden, irgendwo neu dann wieder setzen. Überhaupt kein Thema. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich eventuell hier auf dieser unteren Seite von diesem Lavafelsen noch ein bisschen was einbringe oder aber ob ich es hier dabei belasse. Ja, mal schauen. Also Möglichkeiten hätte ich, wie gesagt, mehr als genug mittlerweile, das Ganze hier aus eigener Nachzucht, in Anführungszeichen, dann auch weiter zu bepflanzen. Das ist soweit völlig in Ordnung. Aber ich weiß, dass ich definitiv auch im Bachlauf-Aquarium noch ein bisschen was benötige. Von daher warte ich mal hier noch ein kleines bisschen ab, bevor ich hier weiteres auf die Lava verpflanze. Auch hier drüben hat sich echt schön entwickelt. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, so ein schöner dicker Bestand ist natürlich dann auch ideal für Eier als Ablageort. Da bleiben sie dann auch in der Regel ein bisschen geschützter. Je nachdem, wie dick natürlich diese Matte ist, ganz klar. Also ein bisschen was muss da in jedem Falle noch nachwachsen. Und ja, die ein oder andere Krypto dann als Busch gewachsen, soll dann hoffentlich auch den Rest erledigen, beziehungsweise dann Rückzugsmöglichkeiten für Jungtiere bereitstellen. So, im Hintergrund ist ja weiterhin die Kryptokurine Wendy Green. Auch die habe ich mal so ein kleines bisschen aufgeteilt. Ich glaube, das können wir hier ganz gut erkennen. Das war schon ein bisschen gedrungen. Ne? Da die Wendy Green ja auch eine etwas größere Pflanze wird, habe ich dir jetzt einfach mal ein bisschen Luft gegönnt, dass es sich einfach ein bisschen besser entfalten kann. Also, es wird alles noch ein bisschen dauern, ne? Bis das die mal dann wirklich, ich sag mal, über die Lava hinausgewachsen ist. Da wird definitiv noch ein paar Wochen vergehen, bis es mal soweit ist.
Aber sie hat sich in jedem Fall gut erholt. Das, glaube ich, kann man ganz gut so sagen. Denn die Pflanzen waren in keinem guten Zustand, als ich sie hier eingebracht habe. Das sieht jetzt mittlerweile alles schon deutlich besser aus. Ja, ansonsten ist ja hier in dem Becken nichts weiter drin, außer noch die eine oder andere Turmdeckelschnecke. Und das wird auch so bleiben. Ja, ich hoffe mal, dass das früher oder später eben dann hier auch mit dem Nachwuchs funktionieren wird. So, schauen wir bei der Gelegenheit auch mal ganz kurz eins nach oben im Dornaugenvermehrungsbecken vorbei. Da ist soweit eigentlich auch alles wie gehabt. Also die Vergesellschaftung Dornauge und Neocaridina Zwerggarnele funktioniert wunderbar. Die Yellowfire Garnelen haben sich auch schon vermehrt. Da sind ja zwei, drei Jungtiere unterwegs. Die sind schon mittlerweile ein bisschen größer. Die machen sich allerdings ein bisschen rar. Also die verstecken sich ganz gerne dann doch eben in diesem Steinhaufen. Ansonsten die größeren Tiere sind putzmunter. Ne? Also die wuseln hier in der Gegend rum. Das macht in jedem Falle alles richtig viel Spaß mitzunehmen. Ich habe mal hier noch ein bisschen Moos mit reingepackt ins Becken. Auf dann der hinteren Scheibe ist so ein Holzstück. Da habe ich noch ein bisschen Talbermoos drauf gesetzt, um da einfach auch, ja, ich sag mal, den kleinsten Garnelen noch mal so ein bisschen Rückzugsmöglichkeit zu geben. Wird in jedem Fall noch ein bisschen dauern, bis das Ganze mal dann überzogen ist. Habe ich heute Morgen erst eingebracht. Klebespuren sieht man logischerweise noch. Aber gut. Das Taiwan-Moos ist so schnellwüchsig, das wird relativ zügig gehen und dann hoffe ich mal da hinten so ein bisschen Rückzugsmöglichkeit schaffen. Ich habe heute noch nichts gefüttert, das können wir aber gerade mal zusammen machen. Heute gibt es in jedem Falle Artemia Frost. Das ist in jedem Falle auch eine schöne Abwechslung für die Garnelen. Nicht nur für die Dornaugen. Ja, die bekommen so zweimal die Woche Frostfutter. Einmal die Woche gibt es dann auch ein bisschen was Lebendes, damit da in jedem Fall auch ordentlich Abwechslung vorhanden ist. Ja, und Artemia, das steht natürlich auch bei den Garnelen sehr, sehr hoch im Kurs. Ich gebe da immer ordentlich rein, weil na, bei den Dornaugen, da dauert es nicht so sonderlich lange und die sind dann richtig wuselig unterwegs und ja, fressen dann sowieso alles Mögliche, was ihnen gerade vors Maul kommt. Also die kennen da überhaupt kein Halten. Frost gebe ich ja so zweimal die Woche. Lebenfutter gibt es einmal die Woche. Und damit fahre ich eigentlich soweit ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich noch für die Garnelen Mineralfutter und normales Garnelenfutter. Hier und da mal ein bisschen Laub, also abwechslungsreich ohne Ende. Und ja, selbst die Dornaugen freuen sich immer wieder mal über diese Garnelen-Snacks. Da haben sie überhaupt kein Problem mit. Also die fressen eigentlich alles, was ihnen gerade so vors Maul kommt. Ja, Futter zieht immer. Da werden die Tiere in jedem Fall immer sehr, sehr aktiv. Kommen auch ganz gerne mal dann aus ihrem Versteck. Wobei es eigentlich immer so ist, dass ich ständig mindestens ein Dornauge irgendwo sehen kann. Also die Zeiten, dass man hier ins Becken reingeschaut hat und man konnte keine Dornaugen sehen, die sind definitiv vorbei. Also diese Vergesellschaftung hier hat ja der kompletten Dynamik von den Dornaugen richtig gut getan. Die Tiere sind richtig schön aktiv und ja, das macht einfach nur Spaß mitzunehmen. Gerade auf der rechten Seite, das könnt ihr gerade nicht sehen, auch da ist wieder ein Tier unterwegs. Fängt sich die Artemias so ein bisschen aus der Strömung raus. Ja, da ist er. Also das ist schon richtig, richtig hübsch anzusehen. Ja, und das Schöne daran ist, die Zwerggarnelen haben überhaupt gar kein Problem mit dieser Anwesenheit der Dornaugen. Gut, bei den kleinen Garnelen, wie gesagt, die sind da so ein bisschen zurückhaltender unterwegs. Aber jetzt hier, ich sag mal, alles, was so ein bisschen ausgewachsen ist, ne, das hat damit überhaupt gar keine Schwierigkeiten mehr. Die laufen dann auf den Köpfen rum, die ja, putzen die Dornaugen zum Teil, das lassen die sich alles bieten, überhaupt gar kein Thema. Also da ist richtig viel Bewegung drin und ein richtig schönes Zusammensein. Ja, das mal auf die Schnelle hier zum Dornaugenvermehrungsprojekt. Das Ganze läuft in jedem Fall noch ein bisschen weiter. Das Ganze ist hier auf Langzeit ausgelegt, also
Dornaugenvermehrung und schnelle Erfolge, ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich. Da ist einfach Zeit der Schlüssel. Ja, anders, da kann ich mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das Ganze wird jetzt einfach noch ein bisschen laufen gelassen und ja, ich hoffe mal, dass irgendwann mal vielleicht das Glück da ist und wir junge Dornaugen dann auch beobachten können. Schauen wir bei der Gelegenheit auch mal bei den Pastellgründeln vorbei. Da ist eigentlich alles weiterhin wie gehabt. Das Männchen, ja, macht sich immer noch sehr, sehr gerne rar. Allerdings nicht hier auf der linken Seite, sondern bevorzugt auf der rechten Seite. Jetzt gerade bei der Fütterung sieht es ein bisschen anders da aus. Da ist er einmal schön aktiv unterwegs. Ansonsten sehe ich ihn eher selten. Das ist leider so. Ja, also ich denke mal, der hat sich jetzt hier mittlerweile so weit, ja, das ist sein Revier quasi bezogen, dass es fast nur noch am Weibchen hängt, ne? Dass es dann letztendlich auch mal funktioniert mit dem Nachwuchs. Ich gebe jetzt aktuell zweimal die Woche Lebendfutter den Tieren, auch wenn es jetzt heute mal die Reste der gefrosteten Artemias gegeben hat. Aber ansonsten gibt es zweimal die Woche eben Lebendfutter, um das Ganze mal so ein bisschen anzutriggern. Alle 3 Tage mache ich mal einen etwas kühleren Wasserwechsel. Also, es muss ja dann irgendwann mal funktionieren. Ne? Ich denke mal, Geschlechtsreife, Größe wird er haben. Das ist soweit alles in Ordnung. Und auch bei ihr gehe ich eigentlich davon aus, dass es funktionieren müsste. Ja, die Chemie muss passen. Ne? Wenn die nicht passt, dann sieht es sowieso schlecht aus. Gerade die Weibchen sind da doch ein bisschen wählerisch von den Pastellgrundeln. Ich werde mir das Ganze hier noch ein paar Wochen antun. Beziehungsweise anschauen. Antun ist so, ja, ein bisschen falscher Begriff. Aber sollte das jetzt hier innerhalb der nächsten, ich sag mal, 4, 5 Wochen zu keinem Erfolg kommen, dann wird das Ganze nochmal hier verändert. Dann bekommen die Tiere ein Atembecken mit einem zusätzlichen Pärchen, mindestens, ich denke mal, 2 Männchen und 3 oder 4 Weibchen. Dann in einem Artenbecken, ein bisschen größeres Becken, dann auch mit noch mehr Höhlen, noch mehr Ableichmöglichkeiten. Und ja, dann wird das Ganze in jedem Falle dann als Artenbecken weiterlaufen. Ich meine, so von der Größe her, 60-30 Grundmaß, na, das kann man schon mal für eine gewisse Zeit lang machen. Aber eben eine Dauerlösung soll es definitiv nicht sein. Und ja, insofern ein paar Wochen werde ich mir das Ganze hier noch anschauen und wenn es bis dahin eben nicht funktioniert hat, dann wird das Ganze auf ein Artenbecken hinauslaufen. Ja, es sind schon sehr, sehr schöne Tiere, die Pastellgrundeln machen einfach Spaß zu beobachten. Wunderschöne Färbung, also ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen mal eine Grundel, die sich gescheit durchs Wasser bewegt, ne? Normalerweise bei den Grundeln eher so hüpfartige, ruckartige Schwimmbewegungen. Hier bei der Pastellgrundel sieht das Ganze dann doch ein bisschen eher nach eben Fisch aus. Ja, die Höhle ist gar nicht so interessant für ihn. Den Höhleneingang sehen wir ja hier direkt. Der ist bevorzugt direkt neben der Höhle auf der rechten Seite, also zwischen der Höhle und der Glasscheibe. Das ist so seine Ecke, die er irgendwie für sich auserkoren hat, warum auch immer. Eigentlich sind es ja Höhlenbrüter, ja. Aber gut. Ich denke mal, er wird schon wissen, was er macht. Ganz oben im Regal das zukünftige Artenbecken für die Mycodevario cubutai. 60, 30, 35, immer noch in der Einlaufphase. Dauert alles ein kleines bisschen länger, aber gut, die Zeit soll das Becken auch bekommen. Steht mittlerweile richtig ordentlich da. Insbesondere das Hiawamoos hat sich ja sehr, sehr klasse entwickelt. Da war ja überall auf diesem Holzstück noch so ein paar Reste drauf. Also aus den Resten, ja, sind jetzt mittlerweile ordentliche Reste geworden, quasi in dem Sinne. Überall Neuaustrieb, sieht richtig schön saftig grün aus. Also das macht auch richtig viel Spaß hier in der Entwicklung mitzunehmen. Ansonsten die Cryptocurrine Willisi lucens hier im Vordergrund und im Hintergrund die Crispatula. Ja, hier sind ja weiterhin noch 2 kleine Medakas drin. Auch denen geht es blendend. Ja, mittlerweile ist die Oberfläche gar nicht mehr so interessant. Also jetzt
geht man in alle möglichen Bereiche des Beckens über. Also die, auch die beiden haben sich richtig schön entwickelt, stehen richtig gut da. Und ich werde die jetzt hier, ich sag mal noch 14 Tage, na, dann werden sie umziehen rüber zu ihren Artgenossen. Dann dürfte es soweit sein, dass es da keine Probleme gibt. Auch das Becken, wo die Artgenossen noch drin sind, also das alte Zimmerpflanzenaquarium, soll ja auch nochmal komplett leer gemacht werden und die Tiere eben aufgeteilt werden. Also von daher werden die jetzt hier auch demnächst zu ihren Artgenossen überführt werden. Ja, hier am Becken geht es in jedem Falle weiter mit ein paar Garnelen. Orange Sakura sollen rein und dann zuletzt eben die Mikro Devario Kubotai. Bei den Kubotai möchte ich ja mir noch ein kleines bisschen Zeit lassen, na, bis ich da ein entsprechend gutes Angebot bekommen habe an Tieren. Ich könnte aktuell Wildfänge bekommen, ist mir noch ein kleines bisschen früh, muss ich ganz offen sagen, denn ich will das Becken insbesondere im Hintergrund einfach noch ein bisschen besser zugewachsen haben. Und da wäre es ganz schön, wenn die Crispatula jetzt einfach mal so ein kleines bisschen Gas geben würde. Es sollen ja noch weitere Pflanzen rein, insbesondere auf dem Gestein. Wobei ich mir da gar nicht mehr so sicher bin, ob ich da wirklich noch so arg viel reinsetzen möchte, denn eigentlich gefällt mir das Becken so, wie es jetzt steht, doch schon sehr, sehr gut. Wenn das Javamoos jetzt noch ein kleines bisschen mehr zulegt, na, mal einen ordentlichen Busch hier und da entwickelt, also ich glaube, dann könnte das Ganze auch so schon sehr, sehr ordentlich aussehen. Und ja, in jedem Falle gebe ich dem Ganzen die Zeit, was es benötigt. Es sollte sich ordentlich entwickeln, es sollte ordentlich bepflanzt sein und dann am Ende auch. Also gerade die Randbepflanzung finde ich extrem wichtig. Offener Schwimmraum ist natürlich ebenfalls wichtig bei den Kubotais. Also so ein kleiner Mix eben aus Offenheit, aber eben doch Rückzugsmöglichkeit. Ja, also den Besatz für das Becken, was die Fische angeht, sehe ich, ich sag mal, frühestens Mitte, Ende Februar. Na, dann haben wir so gute 2 Monate dann Standzeit für das Becken. Viel früher werde ich es nicht angehen. Wie gesagt, jetzt erstmal im nächsten Zuge dann die Garnelen. Und je mehr Nährstoffe dann eben auch eingebracht werden, umso zügiger dürfte es dann auch mit der Bepflanzung funktionieren. Bis hierher ist es ja schon eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung, insbesondere beim Moos. Was das zugelegt hat innerhalb dieser wenigen Wochen jetzt, ist schon ganz okay. Bisschen was von der Hydrocotyle tripatitia könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wobei ich das Stückchen, was hier aktuell drin ist, vielleicht sogar noch mal teilen könnte. Na, das wäre sicherlich auch noch mal eine Option. Warum unbedingt da jetzt einen Topf kaufen, wenn man das Ganze hier auch teilen kann und das Ganze dann eben an 2 verschiedenen Stellen wächst? Ja, umso mehr wird es dann am Ende, umso voller, umso buschiger. Und genau das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Kleines Mini-Update war eigentlich geplant. Jetzt ist das Video dann, glaube ich, doch ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Aber gut, so ist es. Einmal die Entwicklung vom Regal mitgenommen. Und ich bin zumindest froh, dass ich heute überhaupt ein Video hinbekommen habe, denn die Woche war dann doch ein bisschen anstrengend. Ich hatte es ja am Montag schon gesagt, so ein bisschen Erkältung gehabt, aber eben nicht nur ich. Einer meiner Jungs fing dann ab Dienstag auch noch an und dann war die Woche quasi schon gelaufen. Ja, also ab da wird es dann sowieso ganz kompliziert und ja, von daher bin ich ganz froh, dass es zumindest heute mal mit einem kleinen Video funktioniert hat. Ich hoffe mal, ich finde am Wochenende noch eine Gelegenheit, um am Bachlauf-Aquarium etwas weiterzukommen. Wenn dem so sein sollte, nehme ich euch natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich würde sagen, Deckel drauf für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.